1,93 Meter. 93? Ja, der macht Bälle fest, sagt ihr. Arsch genau. Raus und Bälle fest mehr. Oh! Ja? Geil, ja, links wieder. Oh! Also, ich habe mir deine Videos davor auch angeguckt. Ja. Da war das ein bisschen entspannter. Ne? Also, hier gehen die schon. Die fressen sich gerade. Ja, die geht schon gut raus. Freunde, neues YouTube-Video. Wir suchen heute wieder den Pro-Spieler. Heute ist aber eine ganz besondere Edition. Dazu komme ich aber auch gleich. Format ist relativ einfach erklärt. Wir haben hier 7 Spieler. Alle geben sich als Pro-Spieler aus. Einer sagt die Wahrheit. Wir wollen das nicht irgendwie mit Fragen oder sonst was rauskriegen, sondern anhand der Leistung. Deshalb machen wir verschiedene Challenges, wo jeder dieser Jungs sich zeigen kann. Die besten von den Jungs, die es aber auch nicht sind, werden dann belohnt mit einem Probetraining bei einer Profimannschaft. Ich blende euch hier nochmal Bilder ein bei den Jungs, wo wir es gemacht haben. Wir waren zum Beispiel in Spanien, haben da 2 Jungs eingeflogen, die eine ganze Woche bekommen haben. Ich will aber gar nicht so lange labern. Ich stelle euch jetzt direkt erstmal die Jury vor. So, Freunde, ich komme jetzt gerade dazu. Besondere Edition, weil es heute eine Delay Sports Edition ist. Alle Jurymitglieder sind von Delay Sports Berlin. Den Mann neben mir brauche ich gar nicht groß vorstellen, aber er kann sich trotzdem gerne vorstellen. Ja, erstmal danke, dass ich hier sein darf. Sehr gerne. Ja, sehr cool. Ich habe mir das Format angeguckt in meinen Streams. Für die mich nicht kennen, ich bin Elias Nerlich, ich bin Streamer, mache auch so ein bisschen YouTube, eigentlich so ein bisschen von allem was. Und habe mir im Stream die Videos hier angeguckt. Und das sage ich nicht, weil du bei mir in der Mannschaft zockst oder weil wir Freunde sind. Das ist wirklich ein sehr, sehr geiles Format gewesen. Meine Community hat das voll gefeiert. Dann habe ich ihn gefragt, kann ich nicht mal auch irgendwie bei der Jury mit am Start sein? Bestimmt sehr lustig. Und ja, er hat mir direkt gesagt, ey, nächste Woche ist die nächste Folge. Wenn du Bock hast, kannst du gerne dabei sein. Ist sogar in Berlin und bin froh, hier zu sein. Und ja, ich gucke mir an, wer da heute der Profi ist. Was ich so gesehen habe, die sind alle richtig gut. Ne? Also die haben sich hier aufgewärmt. Kann sein, dass wir einen hier nachher scopen müssen, ne? Wenn es da eventuell einer vereinslos ist. Kevin Panowitz mein Name. Ich darf auch hier sein, dir auch, deswegen auch Dankeschön. Wir haben es oft probiert, jetzt hat es geklappt. Ich bin 31 Jahre jung sogar. War mal Fußballer, bin Überlebenskünstler. War mal Fußballer, sag denen doch, wo du gespielt hast, meine Güte. Okay, ich war in der ersten Liga aktiv, zweite Liga, Wolfsburg, Rostock, dann auch nochmal Jena. Jetzt darf ich bei Delay mit kicken oder mit dabei sein. Ich gehe mal weiter zu meinem Coach, ja, der einen super Job macht. Neben Platz und auf dem Platz. Ja, hi. Ich bin der Coach von Delay Sports, Andi. Und ich denke mal, so wie Elis gerade gesagt hat, ich soll bestimmt 1-2 Spieler für uns scouten. Der wahre Grund, warum wir hier sind. Das ist eigentlich der Grund. Damit die Jungs, die jetzt im Kader sind, ein bisschen Druck bekommen. Ich bin gespannt, was heute dabei ist. Super, Freunde. Also ich bin echt mega dankbar erstmal, dass ihr die Zeit gefunden habt. Da will ich auch nicht die Tatsachen verdrehen. Ich bin wirklich dankbar, dass die Jungs sich Zeit genommen haben, hier dabei zu sein. Macht mir dann natürlich besonders Spaß, mit Leuten, die man kennt, das Format zu machen. Jetzt will ich aber auch nicht so viel labern, kommen wir direkt zur Spielervorstellung. Ich bin Ibrahim, ich bin 17 Jahre alt. Ich spiele bei der FC Energie Cottbus U19 und ich bin Stürmer. Mein Name ist Bogdan Postrigasch, bin 19 Jahre alt, Mittelstürmer und bin U19-Spieler bei Dynamo Dresden. Hallo, ich bin Ehsan Rahimi, 16 Jahre alt und spiele bei Sandhausen in der U19 als Zehner. Hey, ich bin Redi, ich bin 23 Jahre alt, ich bin Stürmer und Zehner und mein aktueller Verein ist Malaga FC in Spanien. Hallo, ich bin Taka Tahiri, 18 Jahre alt und spiele beim Eintracht Braunschweig auf der Position rechts außen. Hallo, mein Name ist Mustafa Delifa, ich bin 18 Jahre alt und bin Offensivspieler beim FC Schalke 04. Hello, my name is Sima Del Cabu. I'm former of FCB Barcelona, 7 years old. 7 years, and then I played my last two teams is in first division of Andorra, a small country, and then I signed in first division of Egypt in one team named Aswan, and that's all. Check out Barcelona. Barcelona. You yeah, I youth? Yeah, 7 years. Yeah, Barcelona, but former in school. In the, when I was 11 years old and 16 years old, understand? So okay, till 11 to 16, you play La Masia in Barcelona. Yeah, exactly. Okay. 10 years and seven years. Did you play with any players
who... Yeah, for example, Ansu Fati. You play with Ansu Fati together? Yeah, also Ilaish Moriba, I think before he signed in Leipzig, Ilaish Moriba. Yeah, and then Sergio Gomez playing Manchester City. No? Yeah, I know a lot of friends in La Masia. Now my last team is in first division of Egypt, Aswan. Erste Liga Ägypten. Egypt. Ah, okay. Do you know Al Ahly? Eh? Yeah, of course. Oh. I know Ahly is Al Ahly. Er hat die Messlatte hier nach oben gesetzt. Der La Masia Spieler mit Ansu Fati zusammengespielt. We will see. Wir müssen mal gucken, wie es rein optisch aussieht. Ich habe auch von dem Verein her, man muss ja auch realistisch sein, was so gut sein kann. Ich glaube, den Sandhausen-Spieler, so U16 hochgezogen, 10er, ist für mich so realistisch. Und wem ich, ja, Malaga, die Geschichte finde ich zu wild. La Masia finde ich ein bisschen zu wild, die Geschichte. Schalke, boah, schwer. Moggi, Dresden vielleicht. Aber ich habe jetzt so meinen Favorit, so der vielleicht am schwächsten körperlich aussieht, könnte tatsächlich hier Esan sein. Würde ich jetzt so pauschal sagen. Aber er ist auch der Jüngste, ne? Genau. Er ist der Jüngste. Also wer ist dein Favorit? Also wo du sagst, einmal der Beste und einmal der Schlechteste vom Optischen. Der Beste beim Aufwärmen? Vom Aufwärmen her? Nee, nur optisch. Nur optisch. Nur optisch. Wer krass nach Fußball aussieht, bleibe ich dabei. Ist hier der Mann von Eintracht Braunschweig, Tarkan. Der sieht krass nach Fußball. Auch der aggressive Blick dabei, super. Aber was ich so bis jetzt am authentischsten finde, würde ich mit Esan mitgehen. Was sagst du denn? Boah, ich sag Morgi, Dynamo Dresden hier vorne, Stürmer, lange Lunte, ja, Bälle festmachen, stimmt. Ecke über die Platte, zack. Ja. Weißt du, das ist ein Dynamo Dresden Stürmer. Ja. Sieht aus wie einer auf jeden Fall. Könnte auf jeden Fall, ja doch, 1,93 Meter, sagt er. 93? Ja, der macht Bälle fest, sagt dir, Arsch raus und Bälle festmachen. Morgi, klar, der sieht aus wie, ne, so ein bisschen wie ein Terminator oder so. Ja, so. Also ich bin halt oldschool, ne? Ich bin ein bisschen älter als hier, deswegen vergleiche ich mit solchen Sachen. Aber Ibra, der hat Beine wie ein Profi, das kann ich dir sagen. Das sieht, der hat Waden und Oberschenkel wie ein Profi. Aber der Redi sieht aber auch aus, der aus Malaga. Sehen alle aus. Die sind alle. Was läufst du auf 30? Weißt du das? Ja. 2,90. Ja, ganz krank schnell. Ist das unter 4 ist sehr gut. Ja, oder? Unter 4. Unter 4 ist geil. Hast du 2,90 gesagt? 2,90. Auf 30. Ja, dann ist das Usain Bolt. Das ist eine Zeit, die... Aber wir sehen die sehr gleich. Ich habe doch die Jungs, ich habe in der letzten Folge die Jungs gesehen. Da hast du gesehen, dass einer 3,6 hat oder so. 3,70 war stark. Okay, ist ja vielleicht ein Argument, jetzt mal Fußball zu sehen, oder? Freunde, Challenge Nummer 1, relativ einfach erklärt. Englischer Ball kommt gleich. Wichtig hier, wir wollen den Angreifer sehen. Also darum geht es uns. Vieles im Profifußball, was wir gesehen haben, geht immer um den ersten Kontakt. Das ist so die Erfahrung, die ich jetzt mittlerweile mitgekriegt habe. Das heißt, hier ist entscheidend, was passiert. Erster Kontakt, Ball an und Mitnahme, aufs Tor dribbeln, 1-1 gegen den Keeper. So haben wir direkt Action, so haben wir direkt den ersten Kontakt, der uns sehr wichtig ist. Und dann haben wir schon vielleicht ein paar mehr Erkenntnisse. Ja. Oh, schöne schnelle Beine. Kannst du einmal vom Tor, von Torseite zu uns rennen? Einfach mal so, damit wir es mal, weil du es so angekündigt hast. 2-0. Einfach mal so einen Sprint anziehen. Aber pass auf, mach mit Auge, also. Ja, okay, der ist schnell. Abdul? Ja. Nee, das ist danke. Auch kein Abdul mit. Schnell bist du. War doch dein Favorit, ne? Ja, war mein Favorit. Oh, ja, okay, jetzt will er viel. Jetzt will er viel. Abschluss, gut. Abschluss. Ich hätte mir gewünscht, dass du den Touch normal machst, ohne diese Faxen. Ehrlich, das wäre authentischer gewesen. Der Abschluss war super. Hättest du den normal angenommen, mit dem Abschluss wäre geil gewesen. Lass ihn mal, mach das gut. Spiel ihn vor ein bisschen, dann kommt er vielleicht auch cleaner. Ja, sehr gut. Schön. Macht er gut. Ich sag ja, er ist jung, er ist gut. Ja. Also, man muss sagen, das ist auch voll schwer nach einer Übung, sowas direkt zu sagen. Natürlich, aber ne? einen müssen wir jetzt gleich rauskriegen, ja. Das ist schon eklig. Der Mann, da bin ich auch gespannt. Malaga, dritte Liga Spanien. Ich habe dritte Liga Spanien gesehen, also Druck ist auf jeden Fall da. Ah, kriegst du hin. Dale. Kannst du Spanisch schon? Poco. Poco. Macht das stark. Den macht das stark. Macht das gut. Ein bisschen muss ich auch sagen. Ja. Nochmal passiert, alles schwer, gut. Schwer, alles nochmal. Wird besser.
Flinke Beine hat er. Ist noch kein Tor passiert, ne? Haben wir noch kein Tor gesehen? Nee, ich glaube nicht. Ich bin bei ihm so extrem gespannt, ehrlich jetzt. Barcelona. So, La Masia. Der hat die Messlatte, wie in einem letzten Video, wo einer Werder Bremen direkt gesagt hat, die machen sich die Messlatte selber hoch, ne? Aber also, der performt. Der war da ja auch lange, hat er gesagt, ne? Er hat gesagt, fünf Jahre und mit Ansu Fati zusammengespielt. Ja. Okay, ihr könnt gerne starten. Wir wollen gucken, was er so kann. Oh! Ja? Seine Füße gefallen mir? Ja, der super. Ich liebe seinen Touch. Warum schießt er denn hier? Boah, er will auch was sagen. Der spielt Katze. Der hat richtig feine Füße. Ja, okay, aber ich mag ihn. Sowas gefällt dir, ne? Ich weiß, so eine sowas, kleine Fummler, das ist dir nicht, ne? Na, genau. Adi mag sowas gar nicht. Er hat gut gewartet. Ja. Oh! Ja? Gute Technik. Geil, das kann links mit der Oh! Ich liebe sowas. Der war krass. Muss ich sogar sagen, das war krass. Ja, mein Favorit. Da sagt jetzt, okay, gut. Ja, das mal, sagt jetzt. Wenn Sidney das sieht, das ist wenigstens so ein bisschen effektiv, ne? Wenn dann sowas. Na gut, ein Trick und abschließen. Ja, genau. Ja. Aber Sidney hätte da jetzt schon wieder irgendeine Scheiße gemacht. Ein Rabona. Sidney hätte Rabona ausgepackt. Ja, der hätte jetzt einen Rabona gemacht nochmal. Dann kommt er wenigstens vorbei. Also sehr geil. Jetzt bin ich auf Schalke gespannt. Eigentlich auch so mit einer der besten Ausbildungen dann, ne? Knappen Schmied ist eigentlich krass, ne? Schalke, ja. Schalke, super. Ich mag seinen Touch, ich finde. Der geht doch gut. Oh, der geht vor. Geiler Spieler. Sowas mag man. Ja, sowas. Weißes Tor, wir wollen nicht lange fackeln, ne? Ich fand es auch sehr. Der, weißt du, was er macht? Der sieht richtig schwer. Der ist sehr dynamisch. Ja. Der macht den genau ersten Schritt zum Ball. Ja. Panne, der macht genau das, was du gesagt hast. Der ist zentral gelaufen. Genau das. Er hat sich beide Seiten offen gelassen. Ja, und er ist Außenspieler und er merkt, dass er übelst schnell ist. Erste. Oh, warte. Alles gut? Machen wir nochmal. Ich wollte sagen, so. Das ist der Platz. Alles okay? Schön. Ja. Stark. Schön. Sehr gut. War gut. Boah. Super erster Durchgang. Digga, wen wir jetzt raus? Einen müssen wir rauskicken. Einen müssen wir rauskicken. Also, ich sag, willst du anfangen? Du kannst, ich hasse das immer selber anzufangen. Also, mir haben hier in der Übung am besten gefallen. Musti, Tarkan und Imad. Barca. Das fand ich, waren die drei, wo ich sage, also haben die bei mir die meisten Punkte geholt. Weißt du gar nicht schon, wer der Beste ist, wer waren die schlechtesten bei dir? Ja, ich versuche nur gerade meine Gedanken so zusammen zu. Also die drei würde ich auf jeden Fall hundertprozentig drin lassen für den Durchgang, da haben sie performt. Nochmal, alles, was ich sage, ihr seid alles gute Kicker. Ihr würdet uns alle hier wahrscheinlich wegmachen, aber das ist auch nicht gemein oder so, aber wir müssen ja irgendwas sagen, ne? 100%. Ich fand persönlich, habe ich mir aufgeschrieben, Malaga fand ich sehr, ja, Malaga. Ja. Wie heißt der nochmal? Redi hat bei mir, ich habe gut, aber jetzt ein bisschen schlechter als die anderen, fand ich. Vom Touch her oder auch wie er da aufs Tor zugelaufen ist. Und ich habe Esan. Genau, die beiden habe ich auch. Hast du auch Esan? Hatte ich auch. Würde ich jetzt von den anderen, würde ich jetzt bei den beiden, nicht, dass sie, weil sie schlecht, also schlecht sind, aber so das Gesamtpaket würde ich bei beiden sagen, passt nicht. Ich hätte, das ist die schwierigste Entscheidung, aber ich würde auch am ehesten Esan sagen, weil er sich selber in diese Not reingebracht hat. U16, also U17, ne? Mhm. 16 Jahre alt, dann Sandhausen, U19 Bundesliga auf der 10. Am Anfang war das so einer, wo ich dachte, ja, könnte am ehesten hinkommen, aber das muss eine Explosion der Gefühle sein. Aber ich sage ehrlich, von der Story her, das ist möglich. Also ich würde eher Redi rauswählen. Oh, krass. Als Esan, weil das ist möglich. 16, Sandhausen, du bist Linksfuß, ne? Warst du Linksfuß? Rechtsfuß? Kannst du auch mit links? Ja, ich kann auch mit links, also beidfüßig, aber ich hatte vor 4 Wochen ungefähr einen Bänderriss geholt im linken Fuß. Das war tatsächlich bei einem Spiel von U19 mit Sandhausen, da, wo ich mir den Bänderriss geholt habe. Und seitdem habe ich ein bisschen Probleme, auch gerade eben ein bisschen Probleme gehabt. Vor 4 Wochen hattest du einen Bänderriss. Was machst du dann hier?
Coach, wir haben alles erlebt hier. Ich sag dir nur, wir hatten schon Fans. Aber das ist ja, also wenn ich dein Trainer wäre, würde ich zu dir sagen, was ist da mit dir los? Habe ich auch gesagt. Ja, also er hatte kein Problem damit, dass ich hier bin. Er meinte, ja, mach. Ich bin jetzt seit ungefähr anderthalb Wochen im Training. Okay. Und ja. Wie bist denn du zu Sandhausen gekommen? Ich wollte unbedingt in den NLZ spielen. Und dann haben wir halt viele Vereine in ganz Deutschland angeschrieben. Viele haben sich auch zurückgemeldet. Unter anderem Sandhausen. Da war ich auf jeden Fall lange bei denen im Training. Und die meinten, du fällst sehr positiv auf. Dich würden wir gerne ein paar Trainingseinheiten in der U19 einladen. Dann war ich dort. Und ich durfte auch ein Spiel mitspielen. Ich kam dann die letzten 20 Minuten, 10 Minuten rein. Was ich vergessen habe eben zu erwähnen, ich spiele auch in der U17-Nationalmannschaft von Afghanistan. Also, wen schmeißen wir? Eli wollte noch Malaga kurz fragen. Also Malaga, Redi, ne? Redi, ja. Ist eine verrückte Story. Wie kommst du Malaga, dritte Liga? Das war aus der Vergangenheit mit mich was bisschen mit. Das war, als ich 12 Jahre alt war, habe ich bei einem Turnier mitgemacht und da wurde ich zum besten Spieler ausgewählt und habe durch den Turnier quasi eine Einladung von Borussia Dortmund bekommen. Da war ich 12 Jahre alt. Leider hatte ich keine Mittel dazu, also hinzukommen und auch keine Unterstützung. Und das hat mich halt immer mitgenommen, klar. Und dann habe ich mir gedacht, komm, jetzt hast du die Mittel dazu. Da habe ich mich auf den Weg nach Spanien gemacht, ohne Spanisch zu können oder sonst was. Und habe dann nach Probetrainings gefragt. Ich habe auch viele Absagen bekommen, habe aber wochenlang immer weitergemacht. Ich habe halt nie aufgegeben und habe dann keine Mannschaft gefunden, aber ich habe einen Campus gefunden, also ein Trainingslager. Und dort haben wir ein Spiel gegen einen anderen Campus gehabt. Ja. Und dort habe ich mich das erste Mal aufmerksam auf den Scout von Malaga gemacht. Das ist ja krass. Müssen eine Entscheidung treffen. Ich habe meine persönlich getroffen. Ich habe meine auch. Ja. Ich habe auch getroffen. Okay, dann fangen wir mal von Coach Andy an, rüber zu Panne, zu Eli. Dann mache ich den letzten Schritt. Also die Geschichte von dir, Redin, war ja gut, aber ich würde trotzdem dich als Erster, weil da finde ich es am unwahrscheinlichsten. Für mich vom Bauchgefühl her. Rein theoretisch. Von 2012 auf 2023 zu springen, ist ein großer Schritt. Ja, dann, also in allen Profibereichen wird gescoutet. Ja, das ist über so Malaga, Spanien etc. Ich kann mich schwer vorstellen, dass man durch E-Mails oder Instagram-Account ein Probetraining irgendwo kriegt. Das ist für mich gar nicht vorstellbar. Ja, ich gehe jetzt nicht nach Sandhausen und sage, hey, ich gewinn's. Kevin, siehst du, lass mich mal mittrainieren. Ohne Scheiß, ich habe schon sowas gehört und erlebt auch tatsächlich. Das geht also, schon. Deswegen habe ich das ja gemacht, weil wer kommt von Deutschland nach Spanien und fragt da an. Und ich dachte, wenn ich jetzt sage, hey, ich bin extra von Deutschland gekommen, nur für ein Probetraining, lass mich wenigstens mich beweisen, dann sagen die vielleicht ja und deswegen habe ich das auch gemacht. Das ist ein guter Plan, glaube ich leider nicht. Ich kann es mir schwer vorstellen, okay. Deswegen, Redi, sei mir nicht böse, aber ich habe mich auch für... Ja, die haben es auch schon gesagt, ich bin auch der Meinung, dass Redi es nicht ist. Also... Ja. Aber du bist, man sieht, du bist ein guter Kicker. Das Problem war, ich war nicht warm und das regt mich auch gerade ein bisschen auf, dass ich einfach nicht warm genug war. Und deswegen kann man nicht irgendwie vielleicht irgendeine andere Chance haben oder so, weiterzumachen, weil ich finde das ein bisschen peinlich von mir, dass ich jetzt einfach schon rausfliege. Schwer, weil ich hätte eher Esan rausgewählt, weil ich die Story, weil ich glaube, bei dir steckt mehr hinter. Vielleicht war es auch nicht, wie du gesagt hast, ich habe die Leute, die sich am meisten ärgern, das sind meistens die Leute, weil die haben auch am meisten zu verlieren. Das heißt, wenn die Pro-Spieler sind, guck mal, viele Leute gucken. Kann man die irgendwie, wenn 2 gegen 2, kann man dann so... Wir könnten die noch ins 1 gegen 1 Battle schicken. Gut. Aber die körperlichen Voraussetzungen sind natürlich unterschiedlich in dem Fall. Weißt du, 16-Jährigen bei den beiden, einen 23-Jährigen Brecher zu schicken, ist schwierig. Aber wir können es machen, wenn ihr wollt. Wir können auch Torschüsse machen oder irgendwas. Mir gefällt dein Ehrgeiz. Ja. Dann sag ich 2-2. Dann nochmal. Ich finde es klasse. Ich mag wie er so, weißt du? Er ist ein Kämpfer, er gibt nicht auf. Ich mag solche Leute. Aber es ist halt wirklich schwer, Jungs. Ne? Wir machen das hier nicht mit Absicht. Das ist geisteskrank schwer. Wir müssen ja an irgendwas uns orientieren. Eli hat nochmal deinen Arsch gerettet. Sagen wir mal so, du kriegst nochmal eine Chance 1 gegen 1 gegen Esan. Gucken wir uns an. Schöner Touch. Okay. Oh, der 16-Jährige gefällt mir, aber ich bin ehrlich, der ist schwer, ne? Warte, du? Okay. Sein Touch war gut, sein Dribbling war okay. Gut. Schöner Touch. Schön. Einfach eine Überschläge links vorbei. Ah, zu wenig Tempo. Gut, ja, genau. Jetzt alles gut, Esam. Einmal die Position tauschen.
Coach guckt schon so. So. Und? Gut. Guter Touch, er kann. Also, er ist Stürmer. Er ist Stürmer, macht das gut. Er hat es aber auch gut verteidigt. Er hat eigentlich an sich auch gut verteidigt. Er bietet ihm eine Seite an. Das ist schwierig zu sagen, ich sag dir ganz ehrlich. Ich gehe mit Malaga. Weil ich habe diese Story schon erlebt, dass welche mit einer Tasche zu irgendwelchen Vereinen gefahren sind und dann trainieren durften. Zumindest in der zweiten Mannschaft sich dann hocharbeiten konnten. Das habe ich schon erlebt. Ich finde Esan mega gut, aber ich glaube nicht, dass er Zehner in einer Einjahrgang überspringt. Das glaube ich nicht. Ich würde Redi gerne nicht, aber Also ich würde bei Redi bleiben, sag ich persönlich, aber das entscheidet ihr. Ich habe nur eine Stimme. Du bist jetzt hier. Ich habe eine Stimme nur. Bleibst du also bei Malaga? Ich würde auf Esan gehen. Dass er rausgeht? Ja. Ich bleib bei Redi. So? Ich sag Esan erstmal raus. Was heißt erstmal Esan raus? Ich würde mit Redi gehen. Ich würde Esan natürlich gerne für Delay anwerben. Ne? Also das ist gar keine falls Frage. Falls Delay, falls das interessant ist. Ich nehme auch Esan. Es tut mir leid. Aber ich finde, der hat eine geile Technik. Aber davon hast du die Dynamik, viele. Power war bei Redi, das ist realistischer. So einer könnte eher Spanien dritte Liga spielen als Sandhausen. Aber 16, 23, ja, weiß, austrainiert. Kommt noch, was anderes. Daran müsst ihr auch denken, das darf man nicht vergleichen. Deswegen darf ihr auch dieses einzig überbewerten. 100%. Ja. An sich, jeder hat seine Meinung getroffen, Punkt, fertig, aus. Wir müssen ja. Ist dann schön, dass du da warst. Ja. Danke dir. Danke. So, Freunde, kommen wir zur Challenge Nummer 2. Wir haben jetzt gerade schon viel gesehen. Es ist super eng. Wir wollen aber jetzt auch die Beidfüßigkeit sehen. Deshalb sehen wir jetzt Abschlüsse mit rechts und links und auch das Passspiel. Das heißt, wir spielen einen doppelten Doppelpass und dann geht es ab zum Abschluss. Einmal mit rechts und einmal mit links. Challenge einfach erklärt, das ist Challenge Nummer 2. Anspiel rechts, Klatsch zurück, Anspiel links, Klatsch zurück und dann direkt in den Abschluss reingehen. Das heißt, wir gucken uns hier das Passspiel von dem Schützen hier an und natürlich auch den Torabschluss. Einmal mit rechts, einmal mit links, so dass wir auch den schwachen Fuß mal sehen. Okay, Ibrahim. Keine krasse Passschärfe drauf. Gefällt mir der Junge. Sehr gut. Auch drin, links. Links, warte. Okay, sein Schenker ist gut. Ich mag sein Passspiel erstmal, das ist schon gut. Die beiden machen uns. Jo. Er hat einen bisschen linken, ne? Ich finde es gut, die beiden auch Passspiel auf ein kleiner Funfact. Da ist nichts umlaufen. Weißt du, komm sauber zurück, kannst du uns arbeiten. Morgi, jetzt Stürmer. Ich mag das nicht, wenn die immer so, weil ich selber so bin. Ich knall immer einfach drauf, weißt du? So. Ja! Easy. War schon gut. Schön. Jetzt nochmal mit links, bitte. Gut. Okay. Ja, das gut. Ist schon. Ja, gut. Das ist okay. Das sieht schon mal lecker aus. Der ist auf jeden Fall Stürmer. Passt. Ja, das ist Stürmer. Der kann schon was. Aber ist halt. Kannst du nochmal einen machen, bitte? Mit links willst du nochmal sehen? Ich will. Ja. Ich habe eine kurze Frage. Welche Liga spielst du? Bundesliga oder Regionalliga? U19 ist Bundesliga. U19 Bundesliga. Ja. Ich habe damals gegen Dynamo Dresden gespielt, B-Jugend, die waren auf jeden Fall Regionalliga. Deswegen. Aber an U19 ist A-Jugend, aber die sind schon lange, ne? U19 ist Bulli? Ja, die sind Bulli. Der sieht auch ein bisschen alt aus. Also, die können schon zwei. Zauber nochmal einen mit links, bitte. Kann ja sein, dass wir hier welche Regionalliga zocken, ne? Zeig mal her so einen Pass. Zeig, dreh mal auf. Ah, okay, sieht stabil aus. Okay, reicht schon. Ja, okay. Der kann weil er nur mit rechts gespielt hat, deswegen. Ist, ja. Alles gut, links war super. Also war auf jeden Fall Stürmer-like. Ich will den Minimum einfach noch. Okay. Abschluss in Ordnung. Aber Passspiel war ein bisschen holprig, ne? So. Das macht er gut. Schießen kann er. Ja, aber das hat man nicht. Kannst du mir einen Gefallen? Kannst du mal nur so ein bisschen Pasch hin und her spielen? Einfach nur so ein bisschen annehmen, zurück, paar saubere Pässe mit links rüber, bab, genau. Ein bisschen schärfer, ein bisschen mal Tempo rein. Genau, spiel ein bisschen schärfer. Genau, bab. Weiter, weiter, weiter. Alles gut, einfach nur mal laufen lassen, ja.
Guck mal, normal halt. Okay. Gut, ja, ist gut. Okay, stark. Nimm deinen starken rechten ruhig. Ja. Das ist ein Sicherheitspiss. Schade, das ist ein Sicherheitspiss. Ja, aber der muss Druck. Ja, wer hat sicher? Alles gut, alles gut. Okay. Okay, danke dir. Schön, genau. Der macht's aber direkt, Deck. Mhm. Geil, ich mag ihn. Mhm. Panne mag ihn nicht, oder? Ich finde ihn geil. Technik ist das Krasse so. Das dieses, dieser Zappelfuß, ja. Ich mag ihn, aber es ist total schwierig, wenn du den Ball anspielen lässt. Und deswegen sage ich immer, diese zwei Kontakte sind wichtig. Ja. Ja, weil mach mal im Spiel so einen Pass, einfach, wo du dich ein bisschen drehen musst, auswinkeln, der muss sauber auch ankommen. Also ich bin dieser Fan von zwei Touch anstatt ein Touch. Aber jemand take two touches, okay? Hier in the if you pass the ball, ja. Yeah. Okay, one more. Weißt du, was ich mag? Er macht auch, wenn die Bälle scheiße kommen, der macht einfach weiter und bricht nicht ab. Er macht das Beste aus dem, was auch wenn es scheiße ist, weißt du? Keine gute Passschärfe. Das muss man ihm lassen. Okay. Also sein Ablauf und so ist schon sehr, sehr dynamisch. Sieht schon cool aus. Aber jetzt kommt mein Favorit, ich schwör's dir, Tarkan. Lass mich nicht hängen. Dein linker Fuß. Ja. Ready. Er ist ein geiler Linksfuß, aber Passspiel geht sauberer. Komm, konzentrier dich. Ja, schön. Was der hat, der hat die krassesten Waden. Hä? Ich glaube, der hat die krassesten Waden von allen. So von, vom kannst du uns nochmal die Wade zeigen? Wade ist. Oh, schon. Boah, Junge. Was war das denn? Auch, weil es sieht irgendwie cool aus. So, was er macht hat irgendwie. Fang nochmal an. Nimm dir die Zeit. Okay. Super. Boah. Das ist ein Profi. Er ist. Nur sein Klatsch, wie er den Ball klatschen lassen hat, ist mir auch aufgefallen. Ja, dieses Klatschen lassen, da achte ich auch schon drauf. Weil da Druck hinter ist. Ja, das ist ja, so. Ja, das stimmt dieses schon. Gut. Okay, ich weiß, was er vorhatte. Ja, aber sehr, sehr schwierig. Ich weiß, welche Idee er hatte. Ja. Gut. Hast du gesehen, wie er sich den Ball vorlegt? Nee. Der ist schon schön. Und der hat die Pässe genauso nach scharf gespielt wie der. Wie der okay. Schön. Schön. Mach ihn weg. Ja, Ist okay. Danke, die Musti. Zeig mal deinen Oberschenkel. Zeig mir mal deinen Oberschenkel. Ja, das siehst du schon. Siehst du, also. Boah! Ja, die sind also kleiner. Ja, aber hier haben, also... Ja, Moggi, der braucht jetzt nicht hochziehen, der ist ja, wie gesagt, Terminator. Ne? Das ist ja, aber du musst ja so ein bisschen... Das Ding ist, wir müssen jetzt leider zwei rauswählen. Was? Ja, wir müssen zwei rauswählen, ohne Scheiß. Also, zwei Tore, drei Schüsse, also wenn man jetzt auf die Tore geht, so, wie das gemacht wurde. Moggi hatte von drei Schüssen zwei Tore. Einen guten Weakfoot. Die wenigsten Tore hatte Imad. Er hat nicht ein Tor gemacht. Dann von Barca. Ja. Wenn man darauf geht, aber man kann ja auch nicht nur gucken, wer hat den Ball jetzt reingemacht oder nicht. Das ist halt nur hier, was hier aufgeschrieben wurde. Es ist sehr schwer. Redi Malaga hatte auch zwei Tore aus drei Versuchen. Ja. Tarkan hatte zwei Tore aus vier Versuchen. Brahim hat nur zweimal aufs Tor geschossen. Einer davon war drin. Ja, das ist geisteskrank. Das ist übel schwer. Genau, lass nicht nur auf diese Tore gehen. Ja, nein. Auf den ganzen Ablauf. Ich habe mir nur aufgeschrieben. Genau, so, also ich fand so die Pässe, während die am saubersten gespielt hat, war auch so beim Klatschen lassen. Ja. Imad von Barca, oder? Ja. Was sagt ihr? So rein vom Passen her? Vom Passen her, ja, aber ich bin der Meinung, dass das... Ja, man muss auf ein paar Sachen geguckt, ne? Wir haben auf einiges geschaut. Also für mich, vom Ablauf her so mit am... Redi, nichts gegen dich, ist am... Also war Redi mit am schlechtesten vom Ablauf her. Ibra war okay. Tarkan war auch, sah sehr dynamisch, sah auch sehr gut aus. Also für mich jetzt, wenn wir sagen, wir müssen zwei, würde ich Ibra und Redi rauswählen, zum Beispiel.
weil Imad hat es so vom Ablauf her, wie er es gemacht hat, und so, sah sehr dynamisch und sauber aus, auch wenn die Schüsse jetzt nicht so sauber waren. Ja. Mustafa ist mein Geheimfavorit, muss ich ehrlich sagen. Wer? Mustafa. Das ist nicht mein Geheimfavorit nach der Übung, würde ich jetzt sagen. Also meiner wäre es im Moment. Dein Favorit? Ja, ja. Auch optisch. So Obeine, Waden, Oberschenkel, Ausdruck. Mocky ist eine Maschine, so. Das ist auf jeden Fall. Also dir glaube ich deine Geschichte, dass du da bist, wo du bist. Ja. Du bist halt ein Panzer, also wirklich. Also. Ich rede Ibra, fertig. Ich gehe komplett mit. Also, wenn, ich hätte auch. Also ich glaube, Redi, ich glaube, er. Hättest du mir gesagt, dass du Außenverteidiger bist, hätte ich dir viel, viel mehr geglaubt. So, weißt du? Aber vom ganzen Ablauf her war das so am holprigsten. Aber ich glaube trotzdem, dass du von der Dynamik her auf dem großen Platz viel, viel mehr zeigen könntest. Das glaube ich dir sofort, als hier in der Halle. Ich glaube, dass du draußen auf dem Feld ein ganz anderer Spieler bist als hier, ist ganz klar. Wir können nur die Gegebenheiten hier. Ich glaube schon, dass du ein richtig, richtig guter Stürmer bist. Aber ich hätte dich auch rausgewählt. Und Ibrahim eigentlich auch so. War jetzt alles in Ordnung, aber die anderen waren halt so vom Ablauf her für mich ein Ticken sauberer. Mal, ja, ein bisschen. Also, dass er bei Cottbus wahrscheinlich spielt, ist wahrscheinlich auch richtig und in der Jugend, aber von Ablauf her warst du jetzt einfach nicht mit zusammen. Also, in jeder anderen Folge, schwöre ich dir, wärst du mindestens ins Halbfinale gekommen. Schwöre ich dir. Hier sind viele Qualität drin. Hier ist die beste Qualität. Jetzt guck dir die anderen an. Guck dir den Stürmer neben dir an, guck dir diesen Ablauf vom Barca-Spieler Tarkan, ja, Mustafa. Das ist halt schwierig. Ich will wissen, wo alle nachher spielen, ne? Wahrscheinlich. Von welcher Liga die gespielt haben. Weißt du, was auch sein kann? Dass einfach wirklich Ibra der Profi ist, ja, wahrscheinlich. Aber die anderen gerade einfach so. Ich persönlich fand jetzt Ibrahim auch nicht so schlecht. Also ich er war auch nicht schlecht, gar nicht. Alle, aber alle nur vom Ablauf, null. Wahrscheinlich die sind ist, alle gut. Ich stell mal vor, das ist der Profi. Aber die vom Ablauf her waren die anderen einfach gerade ein bisschen besser. Ich fand auch, also so die Pässe, bei, also ich gehe übrigens mit euch, die Pässe von Redi fand ich so ein bisschen zu ängstlich. Er ist auch nervös wahrscheinlich, ist aber auch ein guter Kicker. Aber ich meine, der Spiel hat dritte Liga später bei Malaga. Also das. Das wenn ich wirklich dann, dritte Liga bei Malaga spiele, dann darf der Trainer ihn nachts anrufen, er kommt auf den Platz. Ja, genau. 100%. Weißt du, wann man nervös wird? Wenn man hier um eine Chance kämpft. So denke ich halt, weißt du? Das ist so mein Gedanke. Das ist aber jetzt zu viel um die Ecke denken. Nein, aber ist doch so. Aber wenn ich jetzt Malaga da spielen würde, wäre ich nicht nervös, dann wäre es mir scheißegal. Dann würde ich sagen, okay, aber er will hier eine Chance haben. Er zeigt ja, komm, gib mir noch eine Chance, weil er sich zeigen will und er will ein Probetraining kriegen wahrscheinlich. Ich habe noch eine Frage, die sehr speziell hat. Wer hat denn Durchfall vor dem Spiel? Wir hatten Durchfall vor dem Spiel. Durchfall. Ja, hör zu. Nee, warte, das ist wichtig. Der ist Profi. Wer hat Durchfall? Hat einer Durchfall vor dem Spiel? Jetzt habt ihr alle was oder was? Guck mal, ich schwöre, so wahr ich hier bin. Ich hatte vor jedem Spiel. Frag mal Und das ist doch bei jedem Unterschied. Nein, das ist. Ich schwöre, die Hälfte der Mannschaft war auf Toilette. Und hat sich, okay, entweder die Haare gemacht, aber die Hälfte der Mannschaft war scheiße. 1000%. Julius geht auch immer. Ja, das gut. Kannst du nicht vergleichen. Das wenn ist was anderes. System wenn du sagst, Durchfall ist ja auch nicht Profi. Wenn du vor 25.000, was auch immer, du hast ein Profispiel, du bist einfach aufgeregt. Das ist wirklich so. Und von 18 Mann, die im Kader sind, sind 11 auf Toilette scheiße. 1000. Ich gehe mit den gleichen mit, die alle gesagt haben. Ibrahim und Redi? Ja, gehe ich mit. Ich sage auch Ibrahim und Redi. Wen sagst du? Gleich wie du. Und du? Ja, dann züge ich mit. Ja. Jungs, ich danke euch für eure Zeit. Ihr wart gut. Ohne Scheiß jetzt. Ihr wart richtig gut. Und ich sag, in anderen Folgen werdet ihr weitergekommen. Aber erstmal, Dankeschön, ja? So, Freunde, kommen wir zur Challenge Nummer 3. Die Entscheidung war wirklich nicht einfach. Jetzt geht es darauf, wo wir lange gewartet haben, 2-gegen-2 Duelle. Das heißt, die Jungs, einer dribbelt hier an, die beiden Verteidiger stehen etwas tiefer, dürfen dann erst hoch und dann geht es quasi in die heißen Duelle. Jeder kriegt so 3-4 Versuche, dann wechseln wir logischerweise die Position. Auf geht's. Boah, wir gehen schon ziemlich schnell hoch, der. Weiter, lass laufen. Der Verteidiger war auch gut. Boah, locker, Jungs. Okay, nochmal neu. Der ist jetzt hier verschwitzt, ne? Dings hat's krass verteidigt, ne? Als Stürmer. Weil er dann mit seinen 5 Meter rauf kann auch. Schön. Boah, schön überlaufen.
Ja, aber schön, schön überlaufen. War gut, war gut. War sehr gut. Schön. Ja, schön beweglich. Er ist aber, er erinnert mich auch so an so einen Freestyler so ein bisschen, ne? Weiter, weiter, spielt weiter, spielt weiter. Oder? Okay, fertig, super. Also ich habe mir deine Videos davor auch angeguckt. Ja. Da war das ein bisschen entspannter alles, ne? Also hier gehen die schon... Die fressen sich gerade hier aus. Die geht schon gut. Aber ist doch gut so, so wollen wir es haben. Durch diese Spanien-Story auch, ja, ne? Weil du die ja dann wirklich zum Probetraining da gebracht hast, die sehen das halt jetzt hier auch wirklich als Chance. Ja, 100%. Ne? Wenn hier so jemand ist, ambitioniert, Verbandsliga, Oberliga und der sagt, ey, ganz ehrlich, ich habe keine Connection. Wenn ich jetzt hier gut bin, dann kriege ich vielleicht irgendwie ein Drittliga-Training oder Regionalliga oder irgendwo, ne? Zweite ja, 100%. Liga, irgendwas. Zweite Liga in einem anderen Land, wo die vielleicht, das ist schon krass. Wir sind mittlerweile mit, ich kann locker 5 bis 10 Spielerberatern aufzählen, mit denen wir vernetzt sind, die uns dann, genau. Wie viele Leute sehen das, ja? Und nicht nur Zuschauer, sondern auch Leute, klar, die im Fußball aktiv sind und schauen sich das an, weil sie sehen selber, hier sind gute Jungs dabei. Und man kann ja mal zum Probetraining einladen, so, weißt du, das schadet ja nicht. Schadet ja nicht. Ne? Ich finde, das ist hier in der Halle natürlich extrem schwer. Ist anders, natürlich. Ist ganz anders. Natürlich. Ja, natürlich. Also, guck mal, jetzt achte ich auf Morgi, das ist schon... Das. Boah. Warte. Coach, genau das, was du sehen wolltest, oder? Endlich mal. Okay. Tarkan, jetzt... Bin ich gespannt, ja. Kann starten. Oh, verteidigt er gut. Ey, stark immer. Die machen das so gut. Auch wegen körperlicher Nachteil, die sind auch klein und eklig, so Giftzwerg, ne? Die sind so ein ekelhafter Zweikampf. Okay. Gut, ja. Der ist Stürmer. Stürmer. Es war klar, dass so, aber was passiert? Einfach weitermachen. Abfahrt. Wollt ihr nochmal die Teams switchen? Wollt ihr nochmal was anderes sehen? Ich würde gerne mal was anderes sehen. Ich würde so einen Mix machen wollen. Ja. Guck mal, wie er verteidigt mit den Armen. Guck mal, achtet die. Achtet. Aber sehr, sehr stark, ey. Guter Stürmer. Ich finde so. Also, ich sag, jetzt hier, wenn mir am Linken fällt, ist Tarkan. Ja, ich weiß, hier gehe ich 100. Genau mein von Kopf. Allen Vieren. Ja. Von allen Vieren gefällt mir am wenigsten. Geh ich mit? Ja. Ja, okay. Kann man geil in der Slow-Mo einblenden, aber hat nichts gebracht. Du hast gesagt, du hast einen Kumpel ägyptisch erste Liga. Ist der krass so? Ist der spielerisch oder ist das normal? Die sind besser, würde ich sagen, erste Eindruck. Okay. Deswegen kann das wirklich sein. Ist halt schwer zu sagen auf Kleinfeld, Halle und so. Boah, schön. Das ist so schon sehr spritzig. Schön. Gut, Imad. Schön, naja. Alles gut, hey. War gut. Gut. Mich kracht es ein bisschen. Bei ihm habe ich das Gefühl. Gut. Ja. Hat gedauert, aber kam noch. Weiter, 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 weiter. Ist noch nicht vorbei. Ist nicht vorbei. Weiter, weiter. Come on, come on. Nein. Sehr schön. Komm, Mustafa. Okay, weiter, weiter. Ja, ja, gut, ja. Gut, ja. Zeig. Okay. Panne, hör mal auf, Bruder. Die töten sich gleich. Sah stark aus, ey. Aber ich sag, ich schwör's. Aber hier ist Feuer drin, Jungs. Das ist geile super. Folge. Ehrlich. Alter, hier ist. Ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, das ist die beste Folge, die wir bis jetzt gedreht haben. Ehrlich. Die sind sehr, also ganz kurz, ihr könnt alle vier sehr spritzig. Also an denen, der nicht im NLZ ist, der kann sich denken, ich bin da gegangen. Also es ist aber auch alles nur Kleinfeld, ne? Wir können, wie die auf dem Großfeld am Start sind, das wissen wir ja alles nicht. Ah, ist das schon. Das ist schon sehr gut hier. Jetzt die Entscheidung, wer möchte anfangen diesmal? Panne? Ja, also alle super. Für mich Tarkan, so von dem Laufigen und so her, ein bisschen, würde man anders machen, wenn man schon ein bisschen weiter wäre. Deswegen glaube ich, bist du da für mich abgefallen, aber ansonsten waren alle trotzdem sehr, sehr gut, sehr dynamisch. Ihr habt euch nichts geschenkt, also es war sehr, sehr klasse, das so mit anzusehen. Deswegen danke dafür, aber ich entscheide mich dann für Tarkan. Würde ich mich auch entscheiden. Ich würde mich auch für Tarkan entscheiden, so wie Panne sagt. Du hast halt auch gesagt, Außenspieler und bist halt auch immer lieber dann durch die Zentrale gekommen, aber ist jetzt Jammern auf hohem Niveau hier, ne? Also, wenn du beim Probetraining bei Delay wärst, was soll ich da sagen? Also, das ist ja eine Delay-Folge hier. Würde ich dich sofort nehmen, oder? Ja, natürlich würde ich dich. Ich würde dir alle nehmen, jeder, der hier war. Ich könnte auch sowas eine Mannschaft haben, eine dritte. Ja, ja.
Nee, ich sag auch Tarkan, auch wenn ich das sehr, sehr sympathisch finde. Ich könnte niemals Trainer werden bei solchen Sachen, fällt mir gerade auf, ne? Ich bin viel zu emotional bei sowas. Aber alle vier super. Ich finde ein bisschen, er war ein Tick langsamer, hatte ich das Gefühl, ein paar Bewegungen. Aber wirklich Top-Spieler. Bleib dran, Kreuzer oder dein Knie, du wirst es hinbekommen. An die Vereine, die ihn sehen. Macher, richtig geiler linker Fuß. Du wirst was. Aber ich, ist ganz, also, ne, ist so ein Unterschied. 100%. Gehe ich mit. Also, du hast auch echt gut performt. Also, du hast auch für die Kamera schöne Aktionen dabei gehabt. Ich erinnere mich an den Elastico da vorbei. Von Anfang an eigentlich mein Top-Favorit gewesen. Jetzt hat man noch so ein bisschen, wie Eli und Panne und Coaches auch gesagt haben, so ein bisschen Dynamik war bei den anderen dreien Hauch vielleicht mehr und vielleicht auch die Laufwege. Deshalb würde ich auch sagen, Tarkan. Aber trotzdem, in dieser Folge so weit gekommen zu sein, ist schon aller Ehren wert. Und ich hoffe natürlich, dass wir nicht die falsche Entscheidung getroffen haben. Aber ich danke dir erstmal, Tarkan. Hier haben wir die Fitcan und ich habe eine zu Hause, mache mich manchmal danach fit, wenn wir ein anstrengendes Spiel hatten. Der Junge heute hier wird auch noch fit gemacht. Es gibt einen Rabattgutschein, pro 50 ist der Code. Auf geht's. Freunde, wenn ihr euch die Fitcan bestellt, gibt es hier den ganzen Koffer mit verschiedenen Aufsätzen mit dabei. Jeder Leistungssportler und jeder, der was für seinen Körper tun möchte und was Gutes tun möchte, sollte sich hier eine Fitcan holen. Wie gesagt, Code PRO50, schlag gerne zu und es lohnt sich auf jeden Fall. Top-Preis-Leistungs-Verhältnis einfach. Five-Shot-Challenge für die Leute, die es nicht kennen. Erste Aktion der 7 Meter. Danach läuft man ganz entspannt nach hinten. Man hat wirklich Zeit für die Aktion. Nimmt den Ball 1-1 gegen den Keeper. Danach läuft man wieder zurück, einen Schuss aus der halbrechten Position, aus der halblinken Position, einer und der letzte Ball, Keeper wirft den Ball zu, Annahme, Abschluss. So hat man 5 Aktionen hintereinander weg und wir haben einiges zu sehen. Viel Spaß mit der Challenge. Ich mag, guck mal, wie locker er läuft, wie so ein Boxer. Das muss ich, ich habe auch schon gemacht gesehen heute. Also ich sag dir, dafür, dass er so groß ist, hat er eine richtig, hat eine richtig feine Klinge. Ja. Finde ich geil. Der Abschluss war gut und ärgerlich. Jetzt mit links, oder was? Ja, mit links. Jetzt, das ist wichtig, mit links zu schießen, genau. Okay. Kein so guter linker Klinge. Also der Abschluss hat nicht mehr. Drei Tore waren's? Zwei. Zwei? Ja, mal gucken, ob er jetzt hier mal so ein Statement raushaut. Schön. Ja, guck dir effektiv. Einfach mal machen. Ich mag, ich finde ihn, der bringt was mit. Achte mal auf die Schuss, hast du die Körperhaltung bei der Schusstechnik gesehen? Das ist Bruder, dieses. Das ist so scheiße schwer, Mann. Das kann jeder von. Alle von denen können das sein. Guck dir die Schusshaltung an. 4 von 4. Last Ball. 4 von 4 kann ich nicht. Okay. Das war ein kranker Durchgang. Das war so ein kranker Durchgang. Vor allem zwei auch noch, ne? Ich habe selten einen First Try vier Dinger gesehen. Aber guck mal auch, wie sauber er die reingeknallt hat. Ne? Das war ja nicht so, sondern er hat die alle richtig schön sauber reingeballert. Oh, hat mal locker ausgeguckt. Schön. Das ist halt geistkrank. Er ist halt so Trainerliebling, ne? Komplett. Ich finde das gut. Okay. Boah, stark. Stark muss sie. Das ist voll scheiße schwer. Es ist ekelhaft, aber wir müssen auch hier wieder eine Entscheidung treffen. Boggy, seit wann bist du bei Dynamo Dresden? Seit 2 Jahren. Also B-Jugend hast du da mitgespielt? Nee, A-Jugend habe ich mitgespielt, 2 Jahre. 2 Jahre A-Jugend. Genau, und also das halt jetzt letzte Saison war. Und jetzt, jetzt bist du genau, in Männerbereich. Genau, das habe ich auch mit Männermannschaft mit trainiert. Wie viele Tore hast du gemacht letztes Jahr? 7 Tore.
In 18 Spiele. Ja, ist auch ist realistisch. Wer wurde Meister bei euch in der Liga? Meister? Hertha BSC. Hä? Hertha BSC. Die waren erster Platz. Letzte Saison. Aber gut, das sind so Fragen. Die haben sich vorbereitet, die Jungs, weißt du? Ja, ich weiß nicht, aber guck mal, er hat 7 Tore gesagt, das kann wirklich sein. Ne? Also er hätte 24 sagen können, dann hätte ich gefragt, warum würdest du dann, also, ne? Okay, aber zur Unterstützung machen wir jetzt mal Mustis Geschichte. Ja, jetzt will ich auch Mustis Geschichte. Musti, komm jetzt, erzähl mal deine Story. Seit wann bist du bei Schalke? Also seit diesem Jahr. Also okay. Ich habe bis zu 16 in der Kreisliga gespielt und was mich immer motiviert hat, war, dass die Leute immer an mich, also die haben an mir gezweifelt. Also es gab fast gar keinen, der gesagt hat, du schaffst es noch. Weil in der U15-Kreisliga ist es schwer, noch zu Profi zu werden. Und ich habe dann halt immer alles gegeben und kam dann in die Westfalenliga zum SCFL. Kenn ich. Und letztes Jahr habe ich beim SV Lippstadt in der Westfalenliga auch wieder gespielt, weil in Verl wurde ich nicht in die U19 übernommen, in die Westfalenliga-Mannschaft. Und dann habe ich 17 Tore gemacht und bin dann zum Schalke. Also, ich persönlich finde ihn am effektivsten. So, Musti. Ich finde aber, dass er am ehesten bei Dynamo Dresden, ich finde, dass Borghi eher bei Dresden spielt, als Musti eventuell bei Schalke. Aber ich kaufe ihm auch ab, dass er bei Barca eventuell gezockt hat. Ich sage, da ist so Halbwahrheiten dabei. Also ich sage, er war bei Barca, ist vielleicht kein Profi. Kann sein, dass er wirklich bei Schalke ist. Und kann sein, dass er bei Dresden auch zockt, aber vielleicht kein... Das ist krass schwer. Ich sag, also wenn ich jetzt wir müssen eine Entscheidung treffen. Ich habe gar nicht zuerst mal. Ich würde am ehesten Dynamo Dresden rauswählen, vom Gefühl her. Einfach so vom Bauchgefühl her Dynamo Dresden würde ich rauswählen, weil ich Musti kaufe ich es bis jetzt. Aus meinem Stand glaube ich es am meisten. Ich finde diese Atalanta Bergamo, Barca glaube ich, aber ich finde diese Bergamo-Geschichte zu wild. Aber Dresden... Also ich hatte die Geschichte jetzt auch noch umgeschoben, muss ich ehrlich sagen. Ich war auch erst, dass Bocky raus ist, ja. Aber ich glaube, auch 18 Spiele, 7 Tore und so. Das ist okay, Geschichte, ja. Ich glaube... Wenn er jetzt 30 gesagt hat... Das war übertrieben, ja genau, das war übertrieben, aber also, 7 ist so, passt. Ich hatte das auch nochmal so umgeswitcht. Okay, ja. Also jeder hat seine Stimme. Ich sag trotzdem Bocky für mich erstmal. Was sagst du? Ich sag Imad. Was sagst du? Würde ich auch sagen. Imad? Ja. Was sagst du? Der ist halt, ich finde, Imad ist mega Techniker und seine Schusshaltung auch gut, aber ich glaube, das ist. Von meinem Bauchgefühl sagt mir, dass es irgendwie eine Mogelpackung ist. Ich weiß auch nicht wieso. Er macht die 4 Hütten traumhaft weg und wird rausgelegt. Aber gut, das ist das Game, ne? Ich glaube persönlich auch Musti am meisten von allen, bin ich ganz ehrlich. So Schalke, die Story, so wie er spielt, so effektiv. Komm, ich nehme Bogi, ich sage, Bogi ist raus und dann lassen wir die beiden kleinen Techniker gegeneinander antreten in der letzten. Willst du das sehen? Ja. Aber Eli entscheidet immer noch. Das ist geisteskrank schwer, um ehrlich zu sein. Ich sage, weil er hat gerade performt in der Challenge, dann müssen wir ja nicht die Challenges machen, wenn er genau. performt, weißt die du? Performance war so. Ja, er war super, war deswegen sage ich, sag ich auch Boggy. Alles andere wäre ein bisschen schade gewesen, guck mal. Weil er hat performt, wir machen ja die Übungen genau. nicht aus Spaß, ne? Er hat da auch performt und deswegen, ich kaufe ihm das auch ab, dass er bei Barca war. Nichtsdestotrotz, damit wir es hier festgehalten haben, ich habe ein mulmiges Gefühl da. Ne? Ich kann mir so gut vorstellen, dass er bei Dresden spielt. Er ist groß, wahrscheinlich kopfballstark, höchstwahrscheinlich. Ne? Der wird da lange Bälle festmachen können. Dresden, Dynamo Dresden, geiler Verein. Also ich sag dir so, wie es ist. Du würdest da so reinpassen. Der würde da so gut reinpassen. Ne? Ich höre. Also es kann gut sein, dass er auch ist. Also ich sag dir, Mann. Dass er der Spieler ist. Ich kann es mir auch sehr gut vorstellen. Aber gut, ihr habt gewählt. Guck mal, ich hätte auch Imad rausgewählt eigentlich, aber er hat gerade so gut performt und ich kaufe ihn das ab mit Barcelona und deswegen, vielleicht ist es, ja komm, ich bleib dabei. Borghi, dann danke ich dir erstmal, überragender Kicker, ohne Scheiß jetzt, aber ich habe auch so ein mulmiges Gefühl bei dir. Also falls du nicht bei Dresden bist, geh zu Dresden. Kommen wir zum großen Finale. Wir haben jetzt noch 2 Edeltechniker am Start. Musti gegen Imad. Ich bin wirklich gespannt. Wir machen heute zum Finale was ganz anderes, was wir, glaube ich, noch nie gemacht haben. Haben wir noch nie gemacht. Wir machen nämlich so ein Dribbling-Hütchen-Parcours mit Abschluss. Das heißt, es wird gleich ein Viereck aufgebaut, unterschiedliche Farben. Es gibt eine Farbkombination. Die Jungs müssen die jeweilige Farbe andribbeln, wieder ins Zentrum und dann zur nächsten Farbe. Wenn sie bei der letzten Farbe angekommen sind, ziehen sie zum Tor, richtig mit Zug zum Tor und dann der Abschluss aufs Tor. Ich baue das gleich auf und dann versteht ihr vielleicht viel mehr, was ich meine. Farbkombination ist gelb, blau, weiß, rot und Abschluss. Ich
mag's. La Masia, guck mal. Hoppa! Das ist ein kranker Spieler. Machen wir das. Was sagt ihr zum Dribbling? Panne? Das ist nicht normal. Ganz kurz, bei aller Liebe, ne? Ja. Wenn wir falsch liegen sollten, das ist ja, das kannst du ja nicht. Das ist schwer, das ist sehr. Ja, er dribbelt auch mit beiden Füßen, ja, ne? Das ist nicht. Ist gut. Ich fand ihn aber ein bisschen explosiver. Ja, explosiver, 100%. Wen fand ich explosiver? Immer explosiver. Aber ich weiß nicht, ob es wirklich schneller ist oder ob seine Art und Weise nur einfach schneller aussieht. White, blue, yellow, yes. Wait. da wird die Stoppuhr ausgepackt. Okay. Okay. Ja, ist krass. Ja, okay, hat er sich einmal verdrückt. So, jetzt ist er. Ja, okay, Feier. Wenn der Junge kein Profi ist, dann habe ich keine Ahnung. Sagt ihr, Mintal und Haynes waren die krassesten Leute, die ich habe je schießen sehen. Mit einer mit einer Genauigkeit und Härte, ja, wo du denkst, das ist nicht mal dieser Planet. Ja. Ja. Und dann denkst, dann schießt du selber und du schämst dich einfach nur. Du willst gar nicht schießen. Ja. Und das sah auch auf jeden Fall so aus, wie er geschossen hat. Ja. Das ist krank. Das ist ein verrückter Spieler. Wo habt ihr den hergeholt? Oder ich hab's auch noch nicht gesehen live, ehrlich. Das ist so verrückt. Er war schneller. Oh! Er war schneller. Das ist die Art und Weise, wie er hat. Er war 2 Sekunden. Echt? Er sieht aber es sah nicht schneller aus. Ja, aber er war 2 Sekunden. Aber ihr weißt, was er macht? Er macht viele kleine, schöne Bewegungen. Und das lässt ihn total schnell aussehen. Aber zweimal schon. Okay. Was willst du jetzt dazu sagen? Du bist Rechtsfuß. Was ist denn los mit denen eigentlich? Wie schnell war er? Er war zweimal 2 Sekunden schneller. Was willst du jetzt machen? 2 Sekunden auf so einem kleinen Parcours ist echt viel. Ne? Also 1,5 Sekunden. Ja, beim ersten Versuch war er 2 Sekunden, beim zweiten 1,5 Sekunden. Ungefähr. Ich wüsste aber trotzdem jetzt nicht, was ich machen soll. Jetzt bin ich ganz ehrlich. Ja, das ist scheiße. Übrigens hier, das ist alles First Try, ne? Hier wird hier nichts rumgekattet. Das ist ganz krank. Das ist krank. Das ist also das krank. War von beiden der erste Versuch. Du könntest es nur auf einem großen Feld mit den, wie sie taktisch vorgehen, was sie da aus der Ausbildung mitgebracht haben, daran würdest du noch ein bisschen sehen. Aber hier in der Halle, das ist, kannst du eine Münze werfen fast. So Freunde, das war jetzt das Finale, wo ich jetzt nicht wirklich schlauer geworden bin. Aus meiner Seite, von meiner Seite aus, ich fand mit Abstand, also wirklich diesmal auch wirklich mit Abstand fußballerisch die beste Folge. Hier sind Leute rausgeflogen, relativ früh rausgeflogen, die in anderen Folgen bis zum Halbfinale oder Finale gekommen werden, zu 100%. Ich habe nicht böse gemeint gegen den anderen, aber ich habe noch nie so ein krankes Finale gesehen. Das war, die haben sich gar nichts geschenkt, das war unglaublich, auch das Halbfinale. Fußballerisch die beste Folge, wir müssen aber eine Entscheidung treffen. Ich will aber nicht als erstes mein Wort sagen, ich übergebe gerne das Wort. Ich? Ja, gerne. Ja, also ich sag's auch nochmal hier, erstmal danke, dass ich nochmal dabei sein durfte. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und wenn du es wieder in Berlin machst, bin ich gerne wieder dabei. Gerne. Es ist voll geil, so viele junge Spieler zu sehen. Aber ich gebe jetzt meine Meinung. Ich glaube wirklich, dass Imad bei Barca in der Jugend war, kann ich mir vorstellen. Aber ich glaube, dass Musti bei Schalke spielt. Oder gespielt hat. Er meinte, er ist da seit einem Jahr. Und ich glaube, dass er eher bei Schalke spielt als Imad in der ägyptischen Liga. Aber ich sag's jetzt hier auch nochmal, ich kann mir auch richtig gut vorstellen, dass Borgi bei Dynamo Dresden spielt, ne? Also da hätte man wirklich eine Münze werfen können. Ich will wissen, wer danach wo spielt. Das interessiert mich extrem. Also meine Stimme ist Musti. Ich glaube, dass Musti der NLZ-Spieler ist, Profi. Ja. Ich glaube auch eigentlich, dass es Borgi ist. Gehe jetzt mit Musti, ja. Und ich würde auch gerne die Geschichte, also ich würde gerne von allen wissen, von allen ihr wirklich, wissen, das würde mich auch wirklich, ich würde gerne alles wissen, wo ihr seid, was ihr wirklich macht. Aber für mich ist es Bocky. Gehe aber mit Musti, weil er, krass, beide waren krass. Ja, also für mich ist es auch Musti. Ich, Imad, mega Kicker. ich glaube, es ist mir ein bisschen zu verspielt, als dass er ein Profi ist. Da finde ich, Musti macht das irgendwie zielstrebiger. Da kann ich mir vorstellen, dass es eher so ein bisschen so diese
diese Ausbildung eines Bundesligisten ist, die er jetzt vielleicht bekommen hat, obwohl er ja gerade gesagt hat, dass er noch nicht lange da ist. Ja. Aber das hat mich dann wieder ein bisschen in Schwanken gebracht, aber ich bleibe trotzdem bei ihm. Ich sage auch nochmal riesen Dankeschön, dass ihr alle da wart. Wir werden es auf jeden Fall häufiger nochmal machen. Ihr könnt ja auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wer noch alles in der Jury dabei sitzen soll von Delay. Sydney vielleicht wäre cool, Bilo, Ali, Panne, Eli und Coach immer wieder gerne. Hat richtig Bock gemacht. Auch fußballerisch eine überragende Folge gewesen. Kanäle, den folgt ihr sowieso alle, glaube ich. Lasst ein Like da auf das Video, abonniert dir. Sehr, sehr cool. Andersrum genauso, abonniert alle Kanäle, wenn ihr es schon nicht getan habt. Bei Eli habt ihr es wahrscheinlich schon alle getan. Bei Panne und Coach Andi auch gerne einmal ein Abo dalassen. Jetzt aber kommen wir zur Entscheidung, das Wichtigste. Wir haben alle Musti eingeloggt und genau jetzt darf der Pro-Spieler nach vorne treten. Na, ah? Oh, scheiße. Doch, ja, guck. Nee, auch nicht, auch nicht, auch nicht. Ja, hier. Ja, kommt, Jungs. Wer ist es? Weit? Nein, nein. No! Das ist es. Ja, gut. Hey. Es war. Schwierig. Imad. So, Ansu Fati is really your friend? Yeah, it's my friend. Atalanta Bergamo two, second team is also true, the story? Yeah, Bergamo is in second team of yeah. Atalanta. Everything is true? Yeah, yeah, it's true. I believe then you. Then I show you my Instagram. Sure. I will see. How much money you get? In first division in Egypt? Much money you get earned there? It's not so much because the team is not a top team of in the league. You okay. know, Ahli Zamalek is the top teams. Okay. But in, for example, in Aswan, in standard contract, $5,000, $6,000. So viel schon? Doch. $6,000. Ist schon viel. Yeah, yeah. In first team in Egypt, half lot of money. Malaga Story will ich auch gerne jetzt hören. Wie das? Also es stimmt alles, es war gar nichts gelogen. Ich bin seit 5 Wochen in Spanien und bin seit gestern bin ich hier. Um 1 Uhr nachts bin ich angekommen und was machst du da in Spanien? Also spielst du da wirklich dritte Liga? Ich habe wie gesagt vor 5 Wochen angefangen, ich spiele nicht in der dritten Liga, dort nach einem Verein zu suchen, weil die auf meine E-Mails nicht reagiert haben. Und dann war ich erstmal bei ein paar Vereinen, die haben mich gleich weggeschickt. Dann war ich bei einem Trainingslager. Da wurde ich wirklich gescoutet sozusagen, aber das war nicht der Trainer von Malaga, das war ein Scout von Sevilla, aber nicht die erste Mannschaft, sondern die zweite, die heißt, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt nicht Sevilla B oder so. Das Problem ist, er hat mir gesagt, dass wir ein Auge auf dich haben und dass ich mich am Donnerstag anstrengen soll, weil Donnerstag wäre das Spiel gegen das andere Campus. Und dann habe ich mir Magen-Darm oder sowas gehabt, ich war 2-3 Tage lang platt, genau da, wo ich eigentlich spielen sollte, und habe dann vielleicht 5 Minuten gespielt mit 3 Tabletten. Ich habe es irgendwie noch versucht, aber keine Chance. Ganze Zeit aufs Klo. Und ja, und dann habe ich wirklich einen Verein gefunden. Die sind von der 4. auf die 5. Liga abgestiegen. Aber das Problem ist da verdient man nichts, beziehungsweise viel zu wenig, also vielleicht 100 Euro oder so. Und ich muss ja dann quasi nach Spanien ziehen. Ich brauche Unterkunft, ich brauche Essen. Warum Spanien? Das ist meine Frage. Spanien? Weil ich vorhin habe ich ja gesagt, ich war dort im Urlaub. Im Januar oder Februar und habe dann quasi eine Mannschaft zugeschaut, wie die spielt. Das war Hercules Alicante und ich war ein bisschen enttäuscht von der Spielart von denen, weil ich mir dachte, Alter, wieso spiele ich nicht dort? So war das. Wo hast du hier in Deutschland gespielt? Also in Deutschland habe ich gespielt, da wo ich halt herkomme, das ist die Kreisliga. Höchste Klasse, sag mir mal, was war deine höchste Klasse hier in Deutschland? Das war Verbandsliga. Und das Problem war damals, dass ich keinen Führerschein hatte und das war ein bisschen zu weit weg und ich habe mich nicht so gut mit dem Trainer verstanden, aber das ist auch keine Ausrede. Ich war einfach nicht genug im Training, weil ich halt einfach nicht konnte. Und jetzt bin ich gerade vereinslos und weil ich halt die ganze Zeit auf die Suche bin. Aber an deiner Stelle, jetzt mal nur so vom Gedanken, wenn ich Verbandsliga, höchste Verbandsliga... Ja, aber das war früher Verbandsliga. Die letzte Zeit war Kreisliga. Okay, Kreisliga. Okay, aber ja. Verbandsliga ist ja, also du hast höchste Klasse Verbandsliga gespielt. Wie, mit welcher Überzeugung gehst du nach Spanien, aller Ehren wert? Ja, weil ich weiß, was ich kann, ganz einfach. Ohne, ja, aber
Warum denn nicht hier in Berlin oder in, nicht in Berlin, in Deutschland sagen, Oberligist, Regionalliga, ab in die dritte Liga oder von dort Regionalliga, mich doppelweise? Ja, also es war nicht so, dass ich noch nie was in Deutschland versucht habe, aber in Deutschland habe ich weder Antworten bekommen, noch war das nicht möglich. Nee, nicht mit E-Mail schreiben, mit Anrufen, mit Fußballspielen in der Oberliga sich beweisen eine Saison, dann in der Regionalliga. Ja, natürlich, aber komm erstmal rein in die Oberliga. Das ist ich glaube, wo Panne, glaube ich, auch ein bisschen hinaus will, ist halt so, du gehst jetzt nach Spanien, opferst da Zeit, opferst Geld und, also du musst es selber wissen, wenn das dein Traum ist, mach es. Aber wenn du jetzt sagst uns, du kriegst da 100 oder 200 Euro, das kriegst du auch hier in einer, weiß nicht, wenn da hier... Ja, aber es geht ja nicht um Geld, mir ist das scheißegal, ich will nur so schnell wie möglich weiter hochkommen, weil ich ja. erstens aber weiß... Aber du bist 23, also die Chance, also du hast ja jetzt schon... Ich weiß, aber ich weiß ja, dass ich besser bin. Ich will, und das wollte ich kurz sagen, hast du das Niveau dafür? Wie bitte? Hast du das Niveau dafür? Sonst würde ich das nicht versuchen seit 5 Wochen. Aber weil du hast ich lasse ja auch meine Arbeit und alles. Ja, also aber ist es nicht? Ich größten Respekt vor dem allem, was du machst. Natürlich. Ihr habt heute gar nichts von mir gesehen. Erstens, ich war komplett nervös, mein Bein angezerrt. Zweitens, es ist Halle. Aber ich will auch gar nicht so Ausreden suchen oder so. Aber also wenn ich das nicht denken würde, dass ich, also ich bin mir 100% sicher von Niveau her, dass ich mindestens, also dass ich viel besser sogar bin, das sage ich. Was sagst du, was kannst du hier in Deutschland spielen, welche Liga? Mindestens? Wenn du mich fragst, sage ich erste Liga, aber mit gewissem Training auf jeden Fall schon. Also ich sag nicht, dass ich zweite Liga spielen könnte, dritte Liga. Also dritte Liga auf jeden Fall, zweite auf jeden Fall. Und dann Step by Step auch in die erste, weil ich weiß, dass ich 100% trainiere, weil ich bin nicht einer, der einfach zum Training geht, trainiert und dann nach Hause geht und fertig, sondern ich mache nochmal diese Kleinigkeiten, was ein anderer vielleicht nicht macht. Und das ich sag dir meinen Ratschlag an dich, komm hier nach Deutschland zurück. Auch du bist 23, du kannst bis 35 mit deinem Körper, wenn du dich pflegst und hegst und das sieht gut aus, kannst du noch jetzt noch 13 Jahre Fußball spielen oder 12 Jahre. Hm. Arbeite dich hoch und mach jetzt, wenn du, ich sag mal, du schaffst jetzt nicht mal in die dritte Liga zu kommen. Warum? Weil kein Verein dich so nehmen würde. Ja, ich weiß, das weiß ich ja. Du musst dich beweisen, du musst eine Saison oder 2 Jahre abliefern. Was heißt denn nicht mal dritte Liga? Weißt du, wie schwer es ist, in die dritte Liga zu kommen? Ja, total. Ja, also, natürlich. Ja, alle, ich sag dir also, nicht, dass das schlechteste ist. Also an die Zuschauer da draußen, dritte ja, Liga, krass, ja, kann das man ist, sagen. Da bist du Profi. Und wenn man jetzt mich anguckt, was ich heute gemacht habe, was nicht ansatzweise. Ja, aber ich kenne Fußballer, die so krass sind und die spielen in der Regionalliga oder so. Dritte Liga ist, da sind richtig... Ich würde es an deiner Stelle so machen, ich komme nach Deutschland zurück. Probetraining bei Oberligisten kriegst du eher als beim Drittligisten oder Regionalligisten. Verbandsligisten kriegst du safe. Arbeite dich hier hoch und wenn es nochmal 3-4 Jahre dauert und du mit 27 in die Liga kommen würdest, weil das du sagst, du kannst es. Ja, mir ist ja egal, wie lange das dauert, ob es noch 10 Jahre dauert oder 5, aber ich, ja ich brauche ja erstmal einen Anfang, das ist ja das. Ich hab einen guten Call, ich habe einen Kollegen, der war mit mir in einer Klasse, der heißt Timur Geiret. Der war bei Zehndorf, A-Jugend, Regionalliga, der hat nie Bundesliga gespielt in der Jugend, der hat B-Jugend, Regionalliga gespielt, ich glaube A-Jugend, Regionalliga, dann irgendwie ganz kurz nochmal A-Jugend, Bundesliga. Und dann ist er zu Zehlendorf in die Oberliga gegangen, ja. Hat dort gut gespielt, als junger Spieler, 18, 19 Jahre alt, ist dann zu Hertha U23 gegangen, ja. Mit 20, 21, hat dort gut gespielt und ist jetzt zu Halle oder letztes Jahr zu Halle gewechselt und spielt jetzt dritte Liga. Also der war, an die Zuschauer da draußen auch, ihr müsst nicht unbedingt in der A-Jugend, B-Jugend, Bundesliga spielen, es gibt noch andere Wege, aber es muss Step by Step gemacht werden. Er ist von der B-Jugend Regionalliga in die A-Jugend Regionalliga, von der A-Jugend Regionalliga in die Bundesliga, in der A-Jugend von dort in die Oberliga, von der Oberliga in die Regionalliga, von der Regio in die dritte Liga. Das ist einfacher so als direkt in die dritte Liga zu kommen. Das sind Ausnahmefälle, die es wirklich schaffen, von einem Profi zu werden. Das sind also Ausnahmefälle. Ja. Wo genau in Spanien bist du überhaupt gerade? Also jetzt bin ich zurück, ja. Jetzt bin ich ja hier. Ja. Aber ich war anfangs in Marbella, in Malaga, in Estepona und von dort dann nach Alicante und Elche war das letzte. Dicke Eier? Finde ich auch. Dicke Eier? Wirklich dicke Eier? Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Danke aber für deine Geschichte. Wir schnacken nachher nochmal in Ruhe. Ja. Jetzt kann der Nächste. Also ich bin in der Kreisliga. Nein. Spaß. Oh Gott. Boah, Bruder, du hast hier. Das ist so schlimm, ne? Bei mir hat also vieles gestimmt. Auch das mit der Unterstützung von der Familie. Also meine Eltern, mein Bruder, natürlich, die wollen das Beste für mich. Aber die wollten halt immer, dass ich die Schule durchziehe. Und ich habe mir halt seit klein auf immer gedacht, ich werde Fußballprofi. Ich habe, seitdem ich geboren bin, einen Ball am Fuß. Und ich habe halt wirklich bis zur U16 in der Kreisliga gespielt
Ich habe in der U14 eine Anfrage von einer Landesligamannschaft bekommen und da wurde ich abgelehnt und da hat es dann bei mir Klick gemacht. Ich habe mir das Ziel gesetzt, so hart zu arbeiten, wie es geht und jedes Jahr die Mannschaft zu wechseln, um so hoch zu spielen, wie es geht. Und das hat auch funktioniert. Und dann habe ich halt in der U17 beim SCVL gespielt, in der Westfalenliga, also die zweithöchste Klasse da. Und dann halt zum Ende des Jahres wurde ich halt nicht übernommen in die U19 Westfalenliga und habe mir gedacht, ich suche mir was anderes. Dann bin ich zum SV Lippstadt in die U19 gegangen und habe als Jungjahrgang fast gar nicht gespielt, weil ich sehr, sehr verletzt war an beiden Knien, an beiden Knöcheln. Und im zweiten Jahr habe ich dann, wie gesagt, 17 Tore geschossen und wurde 17 auch, Tore? Ja. In der Westfalenliga? Ja, 17 Tore in der Westfalenliga. Krass. Und habe dann auf jeden Fall im Winter dann meinen Trainer angesprochen, warum ich nicht mal zur ersten Mannschaft gehe oder mittrainiere, weil Jungjahrgänge sogar mittrainiert haben. Und daraufhin wurde ich dann zur ersten Mannschaft gerufen, direkt am Mittwoch. Dem Trainer hat es gefallen. Dann hat er die Spiele öfter zugeguckt. Dann war ich auch gegen Rot-Weiß Essen im Kader vor 10.000 Zuschauern. Und okay. Das war halt für mich geisteskrank. Und ich hatte halt so, das war halt eine Explosion von Gefühlen, auch als ich zu Hause war. Ich konnte es einfach nicht fassen. Du warst im Kader gegen wen? Rot-Weiß Essen. Du warst also, bist eigentlich A-Jugendspieler, aber wurdest Nein. du... Nein, also jetzt zurzeit, also ich bin jetzt im zweiten Herrenjahr, ich bin 2003, ich bin 19. Okay. Ich war im ersten Herrenjahr, also wie gesagt, da habe ich, also im zweiten A-Jugendjahr, habe ich in der ersten Mannschaft mittrainiert und das hat denen dann gefallen. Dann habe ich einen Einjahresvertrag bekommen und dann war ich halt bei der ersten Mannschaft und dann ging es bei mir alles bergunter. Also vor allem mental, also ich hatte gar kein Selbstvertrauen mehr, obwohl ich gute Spiele hatte. Ich habe gegen den MSV Duisburg in den Testspielen Tor gemacht, gegen den VfL Oldenburg, also gegen die Drittligisten. Ich hab die meisten Tore gemacht, also in der Vorbereitung, Sommervorbereitung, aber habe dann halt fast gar nicht gespielt und bin dann am Ende auf 8 Einsätze und ein Tor gekommen in der Regionalliga. Vierte Ligaspieler bist du. Und genau. Das ist 19 Jahre, das ist ein Jung. Wir haben hier nicht, also du, vierte Liga, Regionalliga, das ist völlig verschwitzt. Im Winter wurde mir dann gesagt, dass mein Vertrag auf jeden Fall verlängert wird und am letzten Trainingstag wurde mir dann halt gesagt, dass der Vertrag nicht verlängert wird und dann bin ich jetzt vereinslos zurzeit. Du bist jetzt aktuell vereinslos. Vereinslos. Ja, du wirst einen Verein finden. Also, glaube ich, je nach findest du auf jeden Fall einen Verein. Da kümmere ich mich selber drum. Bei aller Liebe, ne? Also, Regionalliga. Nein, da finden wir. Also, es gibt in Berlin einen ambitionierten Kreisligisten. Nein, wir können das nur zu früh. Also, ich kann mir das aber vorstellen, ja, eigentlich. Also, um es kurz zu machen, am Ende, du bist Regionalligaspieler. Also, du spielst in der vierten Liga. Ich will wissen, wo die am Ende gerade spielen. Genau. Letzte Frage, nur ganz kurz. Was kriegt man so als Jugendspieler ungefähr, Pi mal Daumen, in der Regionalliga, wenn du jetzt hochkommst? Muss jetzt nicht auf den Kopf sagen. Also, als Jugendspieler? Ja. Also, sehr wenig. Reden wir davon 400-500 Euro vielleicht? Vielleicht oder? Sogar noch weniger. Noch weniger, okay. Ja. Alles klar. Na gut, vielen Dank. Danke, man hat sehr gerne. Gemerkt, sehr gut das Spiel. Vielen Dank. Also es hat großteils alles gestimmt, bis auf, dass die dann am Endeffekt gesagt haben, nee, du bist zu jung und wir würden das Risiko nicht eingehen. Ich wohne halt in Hamburg und dann haben die gesagt, nee, das Risiko ist uns zu groß, einen 16-Jährigen nach Sandhausen ohne Familie und alles zu holen. Daher hat es leider daran gescheitert, aber der Rest hat eigentlich alles gestimmt. Auch mit der Nationalmannschaft. Also hast du afghanische U17 gespielt? Wie gesagt, ich war also als jüngerer Jahrgang war ich für den U17 eingeplant. Nur dann habe ich mir genau im falschen Moment leider den Bänderriss geholt. Und sonst hätte ich jetzt dieses Jahr, das war jetzt vor kurzem, in Thailand bei der Asienmeisterschaften gegen Katar, Südkorea und wer war das noch? Iran. Hätte ich mitgespielt. Hat leider nicht geklappt. Jetzt bin ich eingeplant für das nächste Jahr. Asienmeisterschaften und dann hoffentlich verletzungsfrei. Wo spielst du jetzt? Jetzt spiele ich in Hamburg beim Vorwärts Wacker 04. Das ist in der Regionalliga U17. Mhm. Okay. Und davor habe ich bei VfB Lübeck gespielt, also dem Drittligisten. Irgendwann bin ich dann dort weggegangen, weil es für mich einfach keinen Sinn mehr gegeben hat. Also B-Jugend, Regionalliga. Genau. Ist gut. Ehrlich. Zehner? Bei Sandhausen hat es wirklich gestimmt, das auch mit der Zehner-Geschichte und alles. Aber jetzt momentan spiele ich nur Außenverteidiger. Dynamo Dresden, da bin ich so gespannt, ey. Ja, mit Dynamo Dresden hat nicht gestimmt. Bei mir hat das so angefangen, dass ich bis 13. Lebensjahr in Polen gelebt habe. Mit 13 mit Familie nach Berlin gekommen. Und dann U13 bis U15 bei FC Wilmersdorf gespielt. Ja. Und dann hatte ich lange Verletzung, wegen meiner Größe. Ich bin in ein Jahr 20 cm gewachsen.
Und dann hatte ich Oberschenkelprobleme, allgemein Beineprobleme. Und dann kam der Ukraine-Krieg letztes Jahr. Da hatte ich auch ein bisschen familiärische Probleme. Ja, und dann bin ich, war ein bisschen besser. Dann bin ich Berlin-Liga gegangen, in Berlin-Liga gespielt. Kurz. Bei Wilmersdorf? Nicht Wilmersdorf, Brandenburg, FC Brandenburg. Ganz kurz war ich da und Winter gewechselt zu MSV Neuruppin, Oberliga. Jetzt bis Sommer habe ich Oberliga gespielt, also nicht richtig gespielt. Ein paar Einsätze, 10 Einsätze habe ich bekommen. Ja, und das war das so. Wie spielst du jetzt aktuell? Vereinslos. Die Frage ist, was hast du jetzt noch vor? Willst du noch mal? Ja, auf jeden Fall. Das. Du willst noch mal richtig attackieren, Regionalliga, dritte genau, Liga? Ich denke, ich habe Potenzial, ich denke, ich kann das. Ja, also bei mir bis zum 9. Lebensjahr habe ich Kampfsport gemacht. Boxen, Judo, etc. Bist du Tschetschener? Ja, ich bin Tschetschener. Ja. Echt? Das sehe ich sofort, ehrlich. Ja. Dann mit 9 bin ich in Georgien. Ich bin in Georgien geboren und dort aufgewachsen. Dort bin ich mit 9 zu Verein gegangen. Dann irgendwann nach Polen, ungefähr 11 Monate habe ich in Polen noch gelebt, dort auch ein bisschen gespielt. Und dann hierher gekommen, hier bis zum 15. Lebensjahr habe ich Kreisliga gespielt. Dann mit 16 bin ich zu U17 von Landesliga FC Frankfurt-Oder gewechselt. Eine Saison, also Landesliga, 35 Tore. Und dadurch bin ich dann U19 Bundesliga Cottbus gekommen, habe diese Saison bei U19 Cottbus gespielt. Echt? Ja, Bundesliga. Ah, wirklich? Und jetzt bin ich weggegangen, ja, von Cottbus. Was machst du jetzt gerade? Vereinslos. Aber du hast A-Jugend Bundesliga jetzt aktuell gespielt. Also diese Saison habe ich noch bei U19 von Cottbus Bundesliga gespielt, aber jetzt bin ich aktuell vereinslos. Okay. Und du rennst wirklich 2,9 auf 30 Meter? Ja, 2,9. Ja. Da bin ich in Frankfurt-Oder erstes Mal, wo ich 30 Meter gelaufen bin. Ja. Erster Sprint 2,92. Zweiter Sprint 2,90. Ja, also das habe ich schon nie gehört. Aber was mich halt irritiert hat, ist, er hat gesagt, er ist 17. Wie alt bist du? 17. Du bist 17? Ja, ich bin 17. Du bist 17 und hast A-Jugend-Bundesliga gespielt. Ja, oder B-Jugend? Als jüngere Jahrgang halt. Als jüngere Jahrgang kann sein, aber. Ich bin 05er halt. Aber ich werde jetzt 18 in 2 Monaten. Das ist halt das Problem. Ich weite ja sehr viele sagen, dass ich halt sehr. Ich werde von 20 bis 25 geschätzt. Ah, Digga, zeig mal deinen Oberkörper. Zeig mal ganz kurz Sixpack oder so. Schneiden wir auch raus. Oder guck dir das. Oder zieh mal ein komplettes T-Shirt kurz aus, bitte. Wir schneiden das raus. Das schneiden wir wirklich raus. Naja, warum gerade? Die trainiert. Zuschauer sollen es sehen. Willst du das nicht zuschauen? Oh, guck dir. Oder 17 Jahre alt, was ist das? Das sind 17. Digga. Naja, der Kampf. Weißt du, Malik, kannst du das noch mal ganz kurz bitte, oder? Einmal noch mal filmen. Du, Panne, zieh mal. Achso, okay, okay. Machst du auch Kampfsport? Spann mal an. Ich zeig dir mal den Bizeps. Zeig mal. Dreh dich mal um und zeig dir mal. Das ist doch krass. Ich glaube, ihn hatten wir auch relativ früh rausgewählt. Ne? Ja, aber ich habe von Anfang halt gesagt, dass er gar nicht so schlecht ist. Ich fand ihn auch gut. Die waren alle gut. Das ist so krass schwer gewesen. Ja, okay. Also, guck mal, der eine spielt Regionalliga B-Jugend, der andere spielt A-Jugend-Bundesliga. Der andere spielt Oberliga, dann ist einer Profi. Und Tarkan fehlt noch. Wo hast du nochmal gespielt? Der war Regionalliga Männer. Was ist das? Ja. Was willst du der vor 10.000 Leuten gespielt hat. Ja, was willst du denn da machen? Das ist geisteskrank schwer. Du bist jung. Wir sind auch tatsächlich in U17 von Frankfurt aufgestiegen. Gegen Cottbus. Also das Ding ist, bevor ich zu Frankfurt-Oder gewechselt bin, war ich noch Kreisliga. Da bin ich noch zu Cottbus gegangen, habe gefragt, ob ich eine Probetraining bekomme, was ich abgelehnt wurde dort. Kein Probetraining gegeben. Davor hatte ich auch bei Union Berlin versucht und die würden mich auch annehmen, haben die gesagt, aber da es kein Internat gibt und da ich nicht in Berlin lebe, hat es nicht geklappt mit Union Berlin. Das war mit 13 ungefähr, ja. 13, 14. Dann in U17 von Frankfurt habe ich Cottbus wirklich zerschossen. Also U16, ja. U17, wir sind, also gegen U17 war noch Bundesliga, ja. Wir waren Landesliga-Verein, wir haben 2-0 gewonnen, beide Tore habe ich geschossen gegen den und dadurch sind die auch aufmerksam geworden. In so einem Turnier bin ich bester Spieler geworden auch, wo Cottbus auch dabei war. Gegen Cottbus haben wir Finale gewonnen, habe ich auch 2 Tore geschossen. Ja. Genau dadurch haben die mich dann in U19 von Bundesliga eingeladen, Probetraining locker bestanden und ja, diese Saison dann wirklich mit dem Trainer, also wenn er es falsch sieht, er ist guter Trainer, kein Problem, aber hat es bei mir nicht gepasst halt. Hertha BSC, A-Jugend-Bundesliga, Randa. Aber naja, mal gucken, ich habe mich jetzt am Ende, weil ich diese Saison wirklich sehr demotivierend war für mich, habe ich mich entschieden, dass ich wieder in Kampfsport, also MMA hier in Berlin, versuche. Nein, ich spiele Fußball. Ich spiele Fußball. Ehrlich. Er macht dich fertig, der ist zu gut bestimmt für dich. Ich brauche einen Sparringpartner. Gut, dann danke dir. Danke, da bin ich auch sehr gespannt.
Also bei mir hat fast alles gestimmt, außer das bei Braunschweig. Ich habe ehrlich Bundesliga Südwest gespielt. Wo? Gegen Bundesliga. Wo? Südwest, bei Kassel, Hessen-Kassel. Kassel? Als Aufsteiger, genau. Ja. Hab gegen Ibrahimovic schon alles gespielt. Kenan Yildiz kennt ihr bestimmt. Ja, klar. Spielt ja. Das bei Juve. Hab auch gegen ihn gespielt. Hab nur ein Tor gemacht gegen Augsburg. Und dann kam auch schon die Halbjahresserie Winter. Vorbereitung. Kreuzbandriss geholt. Eine vor Saisonstart, eine Woche vorher gegen Frankfurt. Hab ich mir einen Kreuzbandriss geholt. Aber mir natürlich alles kaputt im Kopf. Weil ich wusste, meine große Chance ist weg. Und als Bundesliga träumt jeder davon. Ich habe gegen meinen Lieblingsverein gespielt, Bayern, die Stars. Eltern auch alle geschockt, Mutter am Weinen. So, nach 8 Monaten war ich wieder fit, habe wieder angegriffen, aber U19 war ja für mich dann schon abgeschlossen. Und, sorry, ich bin 20 Jahre alt, nicht 18, ich bin 20. Für mich war dann A-Jugend abgeschlossen, musste in die Herren. Habe aber von der ersten keinen Vertrag bekommen, musste in die zweite Herren erstmal wieder agieren. Also wieder trainieren und alles Aufbau. Erstes Training, direkt wieder linkes Knie, patellare Luxation. Und was ich noch sagen wollte, ich hatte sehr, also mich haben sehr, sehr viele Berater angeschrieben. Ich hatte auch einen Berater, der Agentur habe ich vergessen, weil er erfahren hat, ich war verletzt, hatte mich nur auf geöffnet gelassen, auf gelesen, hat gefragt, Tarke, warum spielst du nicht und alles, habe ich ihm das gesagt, Kreuzbandriss, er hat mir nicht mehr geantwortet, gar nicht. Ja, also wurde ein Stich gelassen sozusagen. Ja, und derzeit spiele ich Landesliga in Göttingen beim SVG. Fußball ist ein dreckiges Geschäft, ja, das ist so, das wird sich auch nie ändern, glaube ich, das ist einfach dreckig. Junge. Ich weiß ja auch, was ich drauf habe eigentlich, ne? Ich kicke jetzt erst seit 4-5 Monaten wieder. Muss auch erstmal wieder reinkommen, richtig? Du bist aber ein bisschen krasser Spieler. Aber ich hätte dich auch als Innenverteidiger eher eingeschätzt. Nee. Bist du aus? Außenspieler. Rechts außen und Stürmer. Ich dachte auch, er wäre so Innenverteidiger, Sechser, ne? Zentral irgendwas. Ich habe mir jetzt von allen nochmal angeguckt, wo sie gespielt haben. Hast du von allen die Nummern aufgeschrieben? Das ist respektlos, ne? Also ich habe hier A-Jugend, Bundesliga, ich habe Männer, Oberliga, Regionalliga, B-Jugend. Ich habe einen Profi, ich habe nochmal A-Jugend, Bundesliga, Männer, Regionalliga. Das ist völlig krank. Krank, ne? Also, krank. Das war so schwer. Aber ihr seid wirklich alle super Fußballer. Hat man, glaube ich, direkt auch gemerkt. Bestimmt auch sehr interessant für die Zuschauer da draußen. Und ich hoffe, ihr findet alle euren Weg. Dir wird euch bestimmt da helfen. Ja, genau. Wir bleiben ja sowieso eigentlich mit allen Leuten aus den jeweiligen Folgen immer in Kontakt. Ja. So. Und das Video sehen ja hier auch Hunderttausende von Leuten. Da wird das, sowas geht rum. Sowas. Wird bestimmt rumgehen und wenn jemand da draußen Bock auf sowas hat, der wird bestimmt auch 100%. Irgendwie versuchen euch. Es ist natürlich nicht immer möglich, jetzt innerhalb von 3 Tagen sofort ein Probetraining zu organisieren, damit ihr das auch wisst. Häufig geht es dann Richtung Ausland oder vielleicht auch in Deutschland, aber das dauert dann immer. Deshalb, wir bringen auf jeden Fall die Folgen mit den Probetrainings auch immer raus, das auf jeden Fall. Ich hoffe erstmal an dieser Stelle, euch hat das Video gefallen. Erstmal nochmal ein riesen Dankeschön an euch, dass ihr euch Zeit genommen habt dafür. Danke, dass ich hier sein durfte. Hat Bock gemacht. Wichtig, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, damit ihr auch in Zukunft keine Videos mehr verpasst. Und dann freut euch mal auf Delay Sports Edition Teil 2, was vielleicht noch kommt. Haut rein. Ciao, ciao.